Ja, hallo, herzlich willkommen live hier bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin hier direkt vor Ort am Skihang von Herrischried und es hat doch einiges geschneit hier. Es liegen so circa 10, 15 Zentimeter und es gab schon Verkehrschaos auf den Straßen. Dazu gibt es einen Videobeitrag. Ja, in Herrischried gab es da ein bisschen Probleme, Ortsteil Hochschür. Im Nachgang blende ich mal das Video dann oben ein. Ja, die Winterfreunde, die Skifreunde, die sind alle schon gespannt drauf, wann es hier denn jetzt losgeht. Es sind richtige große Vorbereitungsmaßnahmen im Gang. Es wird hier Schnee von einer Ecke auf den anderen geschaufelt. Es gibt noch im Nachgang einen Kurztag. Und ja, von da gesehen, hier hinter mir sind gerade hier die Schneekanonen, die eigentlich man jetzt gerade nicht braucht. Es ist fühlbar, hat es Minusgrade, also ich sage ich kalt, die Acht dort ziemlich schnell schlagen. Daumen übrigens immer. Danke für die Nachrichten. Und es hat hier ein super wunderbares 4G-Netz. Deshalb, ich kann bei euch nämlich für euch öfters mal hier live auf die Skipiste gucken. Der Schlittenhang hier hinten, da fahren die einige schon mal runter, habe ich vorhin gesehen. Die fahren hier, dann hier ist die eine Piste. Und dann hier, also ist alles natürlich viel besser, viel besser. Und am Feldberg hat es minus 4 Grad. Übrigens, morgen am Freitag, heute ist ja der 12. Dezember, Donnerstag. Und am morgigen Freitag hat Schneefälle gemeldet, über 800 Meter, 20 bis teilweise 40 Zentimeter. Und ich bin mal echt gespannt, wie das dann auf die Straßen auch zugeht. Es sind teilweise hier in die Straßen doch LKWs nicht mehr vorwärts gekommen. Und genau, steht alles im Titel. Ich bin am Skischritt. Viele Grüße an den Chat, an alle. Und ja, ich habe ein bisschen was erlebt heute. Und gibt noch ein Video weiter. Also super, super hier auch zum Laufen. Es knirscht richtig. Wann wird es nun endlich hier geöffnet, die Skisaison? Ja, deshalb steht da am Videotitel dran. Ich habe vorhin gefragt, der Betreiber hier, wann geht es denn hier endlich auf? Dann hat er gesagt, ja, aufgrund ist der Morgen ein und am Wochenende draufregnen. Regen auf Schnee ist nicht so gut. Und deshalb, je nachdem, wie es sich jetzt entwickelt, er kann es noch nicht genau sagen, wann es losgeht. Letztes Jahr übrigens, um die Weihnachtszeit, wurde hier noch künstlich beschneit. Das sah noch total witzig eigentlich aus. Ein weißer Streifen und links und rechts alles grün. Ich habe da eine riesen Reportage gemacht, auch wie der Schnee hergestellt wird, bin ich nachts um 3 hier mit auf dem Pistenbully gesessen. Es hat eine ganze Playlist, müsste unten in der Videobeschreibung sein, sonst im Nachgang tue ich es auf jeden Fall unten rein und oben mal einblenden. Schaut mal die Beiträge vom vergangenen Jahr an, sind ein paar Interviews auch drin. Und ja, genau. Dann sind wir mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ich wünsche dann alle eigentlich viel Spaß in der Wintersaison, wenn es dann losgeht. Auf dem Feldberg kann man natürlich schon fahren. Die haben bereits am Nikolaustag eröffnet. Und ja, hier in Herrischried wird es dann auch nicht mehr lang dauern. Je nachdem, wie es sich entwickelt halt vom Schnee. Wenn es drauf regnet, ist natürlich blöd. In diesem Sinn, ich verabschiede mich von hier schon mal. Liken heißt danke für die Nachricht, danke für den Beitrag. Und sagt dann einfach schöne Restwoche noch für alle. Bis zum nächsten Mal und tschüss.